Ja, Johnny Depp ist sofort nach dem letzten Prozesstag am Freitag geflüchtet und nach England geflogen, dort aufgetreten am Sonntag, hat dort ein Konzert gespielt, hat sich also abgelenkt von dem ganzen Drama. Und jetzt sehen wir hier Amber Heard im Das Bild. Urteil der Jury, ist es einstimmig? Ja. In Civil Case Number Im zivilen Fall CL 2019-2911 ist der Anspruch von Herrn Depp gegen Frau Heard erstens bezüglich der Aussage in der Online-Meinungsbeitrag mit dem Titel Amber Heard, ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen und habe die Wut unserer Kultur gespürt, das muss sich ändern. In der Washington Post Online-Ausgabe, Zitat, ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen und habe hier dann die Wut der Kultur zu spüren gekriegt. Haben Sie das Gefühl, dass alle Elemente der Verleumdung nachgewiesen wurden durch Herrn Depp? Antwort, ja. Hat Herr Depp durch die Beweislage überzeugend dargestellt, dass diese Aussage getätigt oder veröffentlicht wurde von Frau Heard? Antwort, ja. Die Frage, war diese Aussage auf Herrn Depp bezogen? Ja. War diese Aussage falsch? Ja. War diese Aussage eine verleumderische Aussage über Herrn Depp? Antwort, ja. Die verleumderischen Inhalte, sind sie darauf ausgerichtet gewesen von Ms. Heard? Ja. Sind den entsprechenden Umständen der Veröffentlichung nach eine verleumderische Implikation für jemanden, der dies lesen durfte, außer Herrn Depp, offensichtlich geworden? Antwort, ja. Haben Sie den Eindruck, dass Herr Depp durch klare Beweislage gezeigt hat, dass Miss Amber Heard mit böswilliger Absicht gehandelt hat? Antwort, ja. Zwei. Bezüglich der Aussage im Meinungsbeitrag mit dem Titel Ein transformativer Augenblick für Frauen in der Washington Post Druckausgabe und in der Online-Meinungsbeilage. Amber Heard, ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen und habe die Wut unserer Kultur zu fühlen gekriegt. Das muss sich ändern in der Washington Post Online-Ausgabe. Dort gab es das Zitat. Und vor 2 Jahren bin ich dann eine öffentliche Figur geworden und habe den häuslichen Missbrauch dargestellt und stand für ihn und habe die volle Wut unserer Kultur gegen Frauen zu spüren bekommen, die sich dagegen aussprechen. Ende des Zitats. Haben Sie das Gefühl, dass hier alle Punkte der Verleumdung erfüllt worden sind? Antwort, ja. Hat Herr Depp durch die Beweislage darstellen können, dass diese Aussage getätigt und veröffentlicht wurde von Frau Heard? Antwort, ja. Frage, diese Aussage bezog sich auf Herrn Depp? Antwort, ja. Frage, diese Aussage war falsch? Antwort, ja. Frage, diese Aussage hat eine verleumderische Implikation bezüglich Herrn Depp? Antwort, ja. Die Frage, diese verleumderische Absicht war beabsichtigt von Frau Heard? Antwort, ja. Frage, den Umständen der Veröffentlichung dieser Äußerung nach hat diese Aussage diffamatorischen Charakter gehabt, also verleumderischen Charakter gehabt für Menschen, die nicht Herr Depp waren? Antwort, ja. Haben Sie das Gefühl oder sind Sie der Meinung, dass Herr Depp durch die Beweislage dargestellt hat, dass Frau Heard mit böswilliger Absicht gehandelt hat? Antwort, ja. Drittens, bezüglich der Aussage in dem Meinungsbeitrag mit dem Titel Ein transformativer Augenblick für Frauen in der Washington Post Druckausgabe und der Online-Meinungsbeitrag von Amber Heard, ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen und habe die Wut unserer Kultur zu spüren bekommen, das muss sich ändern, in der Online-Ausgabe der Washington Post, Zitat, ich habe den seltenen Blickwinkel derer gehabt, die in Echtzeit sehen können, wie Institutionen Männer schützen, die des Missbrauchs beschuldigt werden. Haben Sie hier den Eindruck, dass Herr Depp alle Elemente der Verleumdung nachweisen konnte? Antwort, ja. Hat Herr Depp durch die Beweislage darstellen können, dass diese Aussage getätigt oder veröffentlicht wurde von Frau Heard? Antwort, ja. Frage, diese Aussage und Äußerung bezog sich auf Herrn Depp? Antwort, ja.
Frage. Diese Aussage war falsch. Antwort: Ja. Frage. Diese Aussage hat verleumderische Implikationen bezüglich Herrn Depp. Antwort: Ja. Frage. Diese verleumderischen Inhalte sind von Ms. Heard beabsichtigt gewesen. Antwort: Ja. Frage. Aufgrund der Umstände der Veröffentlichung dieser Äußerungen wurden verleumderische Implikationen vermittelt an Menschen, die dies gelesen haben und die nicht Herr Depp waren. Antwort: Ja. Haben Sie den Eindruck, beziehungsweise sind Sie der Meinung, dass Herr Depp durch klare Beweislage darstellen konnte, dass Frau Heard mit böser Absicht gehandelt hat? Antwort: Ja. Gegen Amber Heard haben wir als Jury einen Schadensersatz von $10 Millionen verhängt. Gegen Frau Amber Heard haben wir als Jury dazu Strafzahlungen in Höhe von $5 Millionen beschlossen. Im Zivilfall CL 2019-2911 ist die Anklage von Frau Heard gegen Mr. Depp bezüglich der Aussage in der Online-Edition am 8. April 2020, dass Frau Heard in den Medien gehört haben, dass es tatsächlich hier die Verwendung von sexuellen Gewaltvorwürfen gab, als Schild und als Schwert benutzt wurden und dass diese nicht wahr waren und dass sie der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden und auch gegen Herrn Depp in Anschlag gebracht worden sind. Haben Sie den Fall folgendermaßen bewertet? Sind hier alle verleumderischen Aspekte tatsächlich von Frau Heard überzeugend dargestellt worden? Nein. Zweitens, bezüglich der Aussage in der Online-Edition der Daily Mail am 27. April 2020, hier ein Zitat, das war einfach ein Angriff. Es war ein Hoax, also eine vorgetäuschte Tat. Wir haben die Polizei gerufen, aber zuerst hat es nicht funktioniert. Die Polizeibeamten sind ins Penthouse gekommen, haben dort alles durchsucht, haben ein Interview durchgeführt und sind dann, nachdem sie festgestellt haben, dass es keinen Schaden an der Person oder am Eigentum gab, wieder abgezogen. Deswegen hat dann Frau Amber Heard Wein verkippt und einen Schaden angerichtet und hat dann die Geschichte ihrem Polizisten und ihrem Anwalt mitgeteilt und hat dann einen zweiten Anruf bei der Polizei getätigt. Ende des Zitats. Haben Sie den Eindruck, dass Frau Heard hier alle Aspekte der Verleumdung darstellen konnte? Ja. Hat Frau Heard durch die Beweislage darlegen können, dass, Frage, Herr Waldman als Agent für Herrn Depp diese Aussage veröffentlicht hat? Ja, ist die Antwort. Die Frage ist, diese Aussage bezog sich auf Frau Heard? Ja. Diese Aussage wurde auch von anderen gesehen als nur Frau Heard? Ja. Und diese Aussage war eine falsche? Antwort: Ja. Sind Sie der Meinung, dass Frau Heard durch klare Beweislage darlegen konnte, dass diese Aussage von Herrn Waldman mit böser Absicht getätigt wurde? Antwort: Ja. Drittens. Bezüglich der Aussage in der Online-Edition der Daily Mail am 27. April 2020, Zitat, wir haben den Anfang des Endes mitbekommen, des vorgetäuschten Missbrauchs durch Herrn Depp von Frau Heard. Haben Sie hier den Eindruck, dass Frau Heard alle Elemente der Verleumdung klar darlegen konnte? Nein, ist die Antwort der Jury. Gegen John C. Depp, den Zweiten, haben wir als Jury Schadensersatzzahlung in Höhe von 2 Millionen beschlossen. Gegen John C. Depp, den Zweiten, haben wir als Jury Schadensersatzzahlung bzw. Schmerzensgeldzahlung in Höhe von $0 verhängt. Möchte eine der beiden Seiten hier noch etwas an die Jury richten? Ja. Ist dies Ihr Urteil, Jury? Dann sagen Sie bitte ja. Wenn nicht, dann nein. Jurymitglied 6, ja. Jurymitglied 10, ja. Jurymitglied 15, ja. Jurymitglied 16, ja. Jurymitglied 22, ja. Jurymitglied 27, ja. Jurymitglied 29,
Ja. Ich habe also festgestellt, dass das eine einstimmige Entscheidung ist. Damit sind Sie aus dem Jurydienst entlastet. Vielen Dank für Ihre Hingabe und für die Arbeit, die Sie geleistet haben während dieses Prozesses. Ich weiß, dass ich für alle spreche, wenn ich Ihnen sage, dass wir die Opfer, die Sie auf sich genommen haben in diesem Bereich Ihrer öffentlichen Dienste, tatsächlich, dass wir das alle sehr zu schätzen wissen. Wir möchten Sie bitten, sich noch einmal zurückzuziehen, und dann werden Sie vom Jurydienst offiziell entbunden.